keine Patente auf Leben. Man kann es kaum fassen, was für das Europäische Patentamt seit 1998 alltägliche Praxis ist. Die Vergabe von mittlerweile 900 Patenten auf Tiere und etwa 1800 auf Pflanzen. Es handelt sich um einen systematischen Missbrauch des Patentrechts zur Aneignung der Grundlagen für die Lebensmittelproduktion, ist in einem offenen Brief von Keine Patente auf Saatgut an das Europäische Parlament zu lesen. Obwohl die rechtlichen Grundlagen noch gar nicht geklärt sind, treibt der Präsident des EPA, Benoît Battistelli, die Patentierung auf Leben rücksichtslos voran. Sobald die Gebühren gezahlt sind, werden Unternehmen, die Anträge dazu gestellt haben, Bewilligungen in Aussicht gestellt. Über Streitfälle bei der Patentvergabe soll ein zentrales, vom Europaparlament unabhängiges Patentgericht mit Sitz in Paris entscheiden. Also ein nicht demokratisch gewähltes Organ, das parlamentarisch nicht kontrolliert werden kann. Hat das einen Grund? Guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV, der freien und unzensierten Informationsplattform. 100% Durchwinkquote für Agrogentechnikanträge. Obwohl nur 6% der Deutschen die Agrogentechnik befürworten, wird kaum ein anderer Forschungsbereich derart unterstützt und gefördert. Um staatliche Fördergelder und Genehmigungen für Forschungsprojekte zu erhalten, geht man im Normfall einen mühsamen Weg. Doch Anträge an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit für den Anbau von genmanipulierten Pflanzen hatten bisher eine Durchwinkquote von 100%. Dies verwundert nicht, dass selbst der ehemalige Leiter des BVL, Dr. Hans-Jörg Bug, den Abbau der Kontrolle über Gentechnikanbau fordert und in einem Werbevideo für die Gentechnikindustrie auftritt. Neben Dr. Bug gibt es erschreckend viele andere Personen, die, wie zum Beispiel Inge Bröhr, gleichzeitig in Forschung, staatlicher Förderung, Lobbyarbeit und in Genehmigungsbehörden für Anträge zu gentechnisch veränderten Organismen auf EU-Ebene aktiv sind. Doch recherchieren Sie selbst und machen Sie sich ein Bild von der dichten Verflechtung im Agrogentechnikbereich. Hallo, liebe Zuschauer. Peru verhängt ein 10-Jahres-Verbot für Genpflanzen. Damit beweist das Land, dass der Umgang mit Gentechnik auch anders gehen kann. Die Plenarsitzung des peruanischen Kongresses verabschiedete jüngst ein 10-Jahres-Verbot gegen die Einfuhr, den Anbau und die Zucht von gentechnisch veränderten Pflanzen. Aníbal Huerta, Präsident der Agrarkommission Perus, sah das Verbot als zwingend notwendig an, da eine enorme Gefahr aus der Nutzung der Biotechnologie hervorgeht. Genpflanzen sind unter anderem für eine Vielzahl von Störungen und Erkrankungen verantwortlich und zerstören zudem die natürliche Vielfalt. Dem sich selbst erhaltenen landwirtschaftlichen Systems sind vielerorts endlose Felder gentechnisch manipulierter Pflanzen wie Mais und Sojabohnen gewichen. Dem hat Peru nun ein Ende gesetzt. Daran sollten sich andere Regierungen ein Beispiel nehmen und den Genanbau endlich stoppen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen zum heutigen Medienkommentar. Ungarn wirft Monsanto raus. Ungarns Premierminister Viktor Orbán hat Rockefellers Chemie-, Nahrungsmittel- und Saatgutgiganten Monsanto aus dem Land geschmissen, da in Ungarn anders als in vielen anderen EU-Mitgliedstaaten manipulierte Samen verboten sind. Laut dem stellvertretenden Minister Ungarns für ländliche Entwicklung, Lajos Bognár, wurden im Zuge dessen sogar 400 Hektar Land umgepflügt, um den gentechnisch veränderten Samen zu vernichten. Orbán, der eine Zweidrittelmehrheit im Parlament hat, kann beim Umgang mit Monsanto auch weiterhin mit großer Unterstützung rechnen. Die USA hingegen sind mittlerweile dabei, Handelskriege im militärischen Stil gegen Nationen zu starten, die sich gegen Monsanto und genmanipulierte Pflanzen stellen. So verwundert es kaum, dass viele US-Diplomaten direkt für Monsanto arbeiten, um andere Nationen von der Gentechnik zu überzeugen.
Hut ab vor jeder Regierung, der noch das Wohl der eigenen Bevölkerung am Herzen liegt und die bereit ist, dafür einen wirklich hohen Preis zu bezahlen, um eine schlagkräftige Gegenstimme zu bilden. Bleiben Sie dran, denn es folgt ein weiterer Bericht zu diesem Thema direkt aus Wien. Herzlich willkommen zum heutigen Medienkommentar. Heute beleuchten wir die andauernden Falschmeldungen über Viktor Orban. Die Angriffe der Medien gegen Ungarn nehmen ein dramatisches Ausmaß an. Es sind Angriffe und politische Verurteilungen, die ausnahmslos keinerlei rechtliche Grundlage haben. Zum Beispiel wurde im Mittagsjournal des österreichischen Rundfunks gestern am 24.10.2012 Herr Viktor Orban, der Staatschef von Ungarn, in ein sehr negatives Licht gestellt. Die Nachrichtensprecherin Christel Reis ließ im Gespräch mit dem Ungarn-Korrespondenten Ernst Gellex kein gutes Haar an Ungarn. Sie sprach Ungarn ohne Beweis die bestehende Pressefreiheit ab. Ebenso sagte sie, Orban koche im Land des Gulasch-Kommunismus ein Gulasch, das niemandem schmecke, dass er undemokratisch sei und als der starke Mann gelten möchte. Ernst Gellex stellte den Satz in den Raum, dass es schwer sein werde, ihn abzusetzen, weil er eine Zweidrittelmehrheit im Parlament habe. Will man ihn denn undemokratisch absetzen? Zum Schluss gab Ernst Gellex Ungarn für die kommenden Jahre die fast schlechteste Schulnote, wobei man nicht erkennen konnte, worauf es sich bezog. Auf das Wohlbefinden des Volkes? Oder auf die Zusammenarbeit mit der EU-Kommission. Dies alles wurde behauptet, obwohl Viktor Orban 2010 mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt wurde, was noch nie in der ungarischen Geschichte vorgekommen ist. Das zeigt, dass das Volk hinter ihm steht. Viktor Orban ist offensichtlich mit vielem nicht einverstanden, was die EU fordert. Ist seine kritische Einstellung der EU gegenüber der Grund für solche Verzerrungen der Medien? Kommissionspräsident Barroso sagte am 5.1.2012 in Kopenhagen: Wir werden all unsere Macht nutzen, um sicherzustellen, dass Ungarn das europäische Recht und unsere Werte respektiert. Da stellt sich nun die Frage, ob das Volk noch selbst entscheiden darf, wen es wählen will. Oder wird schon von den Medien und der EU entschieden, wer zu wählen ist?